ECOVI. Eine mobile und umweltfreundliche Lösung mit globaler Perspektive. Von allen Bewohnern dieses Planeten, die eine Schmutzwasserentsorgung nutzen, steht bei etwa 90% ein Schlammabscheider zur Verfügung. Die Flüssigkeit aus dem Schlammabscheider sickert in den Boden, während der Schlamm in der Grube verbleibt. Mikroorganismen in der Grube und im Boden sorgen für eine Reinigung des Wassers. Das versickernde Wasser gelangt schließlich ins Grundwasser, in Seen oder ins Meer. Damit eine Grube einwandfrei funktionieren kann, muss der anfallende Schlamm in regelmäßigen Abständen entnommen werden. Gruben werden heutzutage in der Regel durch Fahrzeuge geleert, die eine Schlammabsaugung vornehmen. Doch bei dieser Absaugung verschwinden ebenfalls die Mikroorganismen, die für die Grubenfunktion so wichtig sind. Es dauert eine lange Zeit, bis der biologische Prozess erneut beginnen kann. Das Verunreinigungsvolumen steigt. Dadurch kann die Versickerung beeinträchtigt werden, was zu einer verschlechterten Funktion führt. Der Transport von Abwasser ist zudem umweltfeindlich und kostspielig. Bei der herkömmlichen Schlammabsaugung treten in der Regel stoßweise Belastungen in Kläranlagen auf, was Betriebsprobleme verursacht und die Behandlungskosten in die Höhe treibt. Unser weltweit patentiertes System heißt ECOVI. Es entwässert Schlamm direkt am Schlammabscheider, ohne den Zusatz von Polymeren. Nach abgeschlossener Entwässerung wird die Flüssigkeit zusammen mit den für die Funktionsweise so wichtigen Mikroorganismen in die Grube zurückgeleitet, was den natürlichen Reinigungsprozess verbessert. Im Vergleich zur konventionellen Schlammabfuhr verringert sich die zu transportierende Menge um 95%. ECOVI führt zudem eine Separation der enthaltenen Grobstoffe durch, die in einem separaten Kunststoffsack gesammelt werden. Anschließend erfolgt eine mehrstufige mechanische Schlammabscheidung. In ECOVI findet eine Entwässerung ohne den Zusatz von Chemikalien statt. Normalerweise werden bei diesem Prozess Polymere beigemischt, was bei dieser Lösung jedoch nicht erforderlich ist. Der Schlamm weist nach der Behandlung im Regelfall einen Trockengehalt von 25 bis 30% auf und kann kompostiert oder zur Energieerzeugung genutzt werden. Als unsere Gemeinde den Entschluss fasste, der herkömmlichen Schlammabsaugung den Rücken zuzuwenden, entschied man sich für eine Entwässerungstechnik namens ECOVI. Wir haben die Ausschreibung gewonnen und den Auftrag erhalten. Das ECOVI-System wird mittlerweile das zweite Jahr eingesetzt. Von 30 Schlammabscheidern funktionieren 29 wesentlich besser als vor der Umstellung. Der Prozess ist in den meisten Gruben in Gang gekommen. Wir haben den Vorteil, dass wir uns den ganzen Tag der Grubenentwässerung widmen können, ohne ständig zur Kläranlage fahren zu müssen. So sparen wir Zeit und Geld. Den größten Nutzen hat jedoch unsere Umwelt. Fahrzeuge für die Schlammabsaugung befördern in der Regel Schlamm, der zu 97 bis 98% Wasser enthält. Aus globaler Umweltperspektive ist dieser Wassertransport kaum zu rechtfertigen, besonders vor dem Hintergrund der globalen Erwärmung und der Entstehung von Treibhausgasen, die zu den entscheidenden Umweltfragen zählen. Da ECOVI kein Pendeln zwischen Kunde und Kläranlage erfordert, kann der Transportaufwand halbiert werden. Als direkte Folge dessen sinkt der Kraftstoffverbrauch im Vergleich zur herkömmlichen Schlammabsaugung signifikant. Dank ECOVI wird der Prozess direkt an der Grube begonnen und beendet. Durch dieses System werden Kläranlagen nicht zusätzlich belastet. Kläranlagenpersonal muss sich keine Sorgen mehr um etwaige Überlastungen machen, die durch zusätzliche Schlammvolumina von Schlammabscheidern verursacht werden. Die Funktionsweise der Gruben wird optimiert, was zu einer gesenkten Schadstoffbelastung und im unmittelbaren Umfeld zu einer gesünderen Natur führt. Seitdem wir keinen externen Schlamm von den Schlammabscheidern in der Gemeinde mehr annehmen müssen, konnten wir die Funktionsweise der Kläranlage deutlich optimieren. Die punktuelle Belastung ist beträchtlich gesunken. Dasselbe gilt für die Chemikalien und Schlammkosten. Daher empfehlen wir ECOVI. 16 schwedische Sickergruben wurden während eines Jahres auf Schwebstoffemissionen untersucht. 6 der Gruben wurden durch die konventionelle Absaugmethode entleert, während 10 Gruben durch die ECOVI-Technologie lediglich entwässert wurden.
Bereits 2 Monate nach dem Service wiesen die Sickergruben, die durch herkömmliche Weise entleert wurden, eine Verdopplung der Schwebstoffemissionen auf, während bei durch Ecovie entwässerten Gruben die Emissionen um 1/3 reduziert wurden. Diese Entwicklung hielt auch nach 6 und 12 Monaten noch an. Seitdem unsere Gruben mit dem neuen Entwässerungssystem geleert werden, treten bei uns keine Verstopfungen oder ähnliche Probleme mehr auf. Für mich und meine Nachbarn sind die Zeiten vorbei, in denen wir uns intensiv um unsere Gruben kümmern mussten. Das neue System funktioniert einwandfrei. Ich hoffe, dass sich diese Technik überall durchsetzt. Viele Gemeinden haben die Zeichen der Zeit erkannt und sich für Ecovie entschieden. Wann steigen Sie um?